Hallo Freunde, herzlich willkommen hier bei eurem Krankus und einem weiteren Part von Final Fantasy X HD. Ja, zusammen mit dem guten Tidus, Tidus, Krankus haben wir ihn ja jetzt genannt. Also zusammen mit Krankus erkunden wir die Welt, in der wir uns jetzt befinden. Denn wir erinnern uns, Sinn, also Zinn, Kupfer-Zinn, ihr erinnert euch, hat dafür gesorgt, dass wir jetzt gar nicht wissen, wo wir sind, was wir machen. Und ja, deswegen streifen wir hier mehr oder weniger ahnungslos durch die Lande. Irgendetwas lauert auf uns. Irgendetwas Schnelles! Boah, erstmal Luft holen. Krass hier, ne? Mal einfach von irgendwelchen schnellen, blöden Dingen angegriffen. So, mit Kreis können wir tauchen übrigens. Blöd ist nur jetzt, wir haben keine Karte, wir haben kein Nichts. Aber die Cutscene hilft. Das ist keine Cutscene, aber doch. Ja. Das ist keine gute Szene. Ah, ich liebe diese Musik. Haben sie zwar auch neu aufgelegt, aber ich finde es gar nicht mal so schlecht gelungen. So, wir werden also von Sahagin vom Monster angegriffen. Hey! Und das lassen wir uns natürlich nicht bieten hier, ne? Was wären wir denn für ein Held, wenn wir uns vom Monstern platt machen würden? Ein schlechter, ein relativ schlechter. Hey! Deswegen gibt's gleich mal einen vernichtenden Hieb hinterher. Also, noch nicht viel Taktik erforderlich. Aber halt, was ist das? Ehrlich, was ist das? Ich dachte, jetzt kommen irgendwie nochmal drei Fische. Scheiße, falsch gedacht. Das ist ein bisschen mehr als nur drei Fische. Das ist ein fettes Fischchen. Oh mein Gott. So, du willst dich also mit uns anlegen, Rainer Kallmund. Na dann komm mal her. Nee, aber ohne Scheiß. Das ist schon der Erste, der direkt auf Babu macht und glaubt, er müsste uns... Also ist direkt ein Bossgegner, aber natürlich jetzt nicht vergleichen mit den Bosskämpfen, die später kommen. Am Anfang ist das natürlich noch relativ leicht gehalten. Hey! So viel zum Thema relativ leicht gehalten, du. Der kann ganz schön. Unterschied zwischen so einer Portion und hier so ein Hai-Haie-Trank. Die heilen einfach mehr. Also hier nur kriegen wir 200 HP und hier 1000. 1000 haben wir aber. Machen wir erstmal normalen Haie-Trank auf uns. Warum können wir Heiltränke auf Gegner schmeißen, fragt ihr euch sicherlich. Ihr werdet den Grund noch erfahren. Bitte nicht in die Kommentaren posten, sonst... Das wird gesperrt. Da, diejenigen reißen sich den Kopf ab. Heieiei. Das Gute ist, hier müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass ich meine Woche auslasse. Ich habe so viel Bock, dieses Spiel zu spielen. Und da ist einfach... es ist blöd, wenn ich jetzt privat nochmal... spielen möchte. Also wenn ich mich jetzt nach der Aufnahme hinsetzen würde und würde einfach privat schon weiterspielen, das wäre mir dann zu dumm und dann dasselbe nochmal im Let's Play zu spielen. Deswegen Let's Play ich tatsächlich, das Let's Play ist das, was ich spiele, also ihr verpasst nichts. Ich spiele ja nicht irgendwie nochmal weiter oder irgendwie solche Sachen, aber wir müssen jetzt erstmal fliehen, schneller! Das war knapp. Puh, da war die Kacke jetzt aber ganz schön am Dampfen, du. Ich weiß gar nicht, wie hatten die das bei Final Fantasy X im Original gelöst mit diesen Übergängen? Waren da einfach nur die schwarzen Bildschirme? Weil dieser Ladebildschirm, der war da niemals. Das ist
bitte euch, daran würde ich mich erinnern, wenn da so ein schwuler Ladebildschirm gewesen wäre. Oder meine Erinnerungen wurden ausgetauscht. Freezer! Nochmal zur Erklärung, warum er sagt, ich dachte, ich würde an diesem Platz oder Ort sterben. Ganz am Anfang sieht man die Szene, wo alle zusammen hocken, auch Charaktere, die wir vielleicht noch nicht kennen, noch nicht kennengelernt haben. Und von da an, von diesem Punkt aus erzählt er ja dann, das ist meine Geschichte. Also das hier ist praktisch die Vergangenheit und das erzählt er uns so ein bisschen, was denn vor diesen Treffpunkt, wo sie jetzt sitzen, was sie da alle schon für Abenteuer erlebt haben. Nur nochmal zur Erklärung, ich möchte ja auch irgendwelche Sachen, die nicht klar sind, möchte ich doch gleich gern aus dem Weg räumen, dann haben wir da nicht noch die Fragen oder sonstige Geschichten. Haben wir das Problem nicht. Gut, wir sind jetzt also vom Regen draußen in eine Ruine getreten oder eingetreten. Ja gut. Ah, Wasser haben wir trotzdem noch. Kalt. Mir ist so kalt. Das war so ein Beispiel. Er sagt im Englischen Need Fire. Und der Untertitel sagt Feuer. Wo ist Feuer? Super Übersetzung. Also hier hätten wir schon mal zumindest einen Feuerplatz. Problem ist jetzt nur, die können wir wahrscheinlich, das Feuer können wir wahrscheinlich nicht anschmeißen, ne? Ey, guckt euch die Texturen an. Es ist schön. Es ist schön, was Square Enix hier draus gemacht hat. Muss ich jetzt auch im zweiten Part nochmal erzählen. Mit Feuersteinen und Zunder, extra für uns nochmal gelb unterlegt, lässt sich hier bestimmt ein Feuer entfachen. Eine flammende Leidenschaft lässt sich hier entfachen. Nein, nicht wirklich. So, wir werden uns jetzt also ein verwelkter Blumenstrauß. Zu nass, um als Zunder verwendet werden zu können. Gut, das ist also zu nass. Können wir den nicht trocken machen? Verwelkter Blumenstrauß. Gut, wir gehen aber erstmal. Können wir hier entlang? Nee, die Tür ist verschlossen. Die kriegen wir so auch nicht auf. So. Wo findet man denn hier an einen Ort, wo sie... Ach, guck an. Der scheint doch nicht nass zu sein. Verwelkter Blumenstrauß, der nicht nass ist. Super, also verwelkten Blumenstrauß ist schon mal ganz gut im Prinzip als Grundlage, um Feuer zu machen. Jetzt bräuchten wir nur Feuerstein oder sowas. Wenn die denn hier irgendwo... Eine Kiste, natürlich. Ah, nur ein starker Heiltrank. Also dieses Hai-Poition und bla bla bla. Wie spricht man das eigentlich richtig aus? Ich weiß es nicht. Ich wusste es nie. Bitte bring's mir bei. Wie spricht man das richtig aus? Dieses Poition und... Kann ich nicht einfach Portion sagen? Eine Portion. Ey, Owen, wirf mal eine Portion rüber! Ja, eine Haie-Portion. Deswegen sage ich einfach starker Haie-Trank, schwacher Haie-Trank und so weiter und so fort. Eine unheimliche Statue. So, hier habe ich jetzt auch was gesehen. Hier können wir nämlich schon mal speichern. Speicherst du denn ein, speicherst du denn zwei? Komisch. Ja, möchte ich gerne speichern. Ah, hier können wir rein, hier können wir rein. Hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Was sollen wir denn untersuchen hier? Feuersteine. Zum Feuer machen wahrscheinlich. So, jetzt machen wir dem Holz erstmal ein bisschen Feuer unter dem Hintern. So, und das müsste
eigentlich so funktionieren, ne? Also so hat man es mir beigebracht. Nicht. Was war das jetzt? Ah, schön. Jetzt haben wir wenigstens ein bisschen Wärme, ne? Wir haben Wasser, wir haben Wärme. Jetzt bräuchte man nur, genau, er zeigt. Eigentlich bräuchte man ein bisschen was zu essen. Wenn wir nicht verhungern. Dann könnten wir eigentlich leben, ne? Oder wir werden zum Kannibalen und essen uns jeden Tag ein Stückchen mehr selber. Wäre auch eine Option. Ich meine ja nur. Ja, ist ja gut. Ich bin ruhig. I need food. Ja, wahrscheinlich schläft er jetzt, wenn ich das so richtig sehe, oder? What do you want? It was a bad call. Your team lost because of you. You came to say that? It's been 10 years. I thought you'd be crying. Who, me? You cried. Erinnerungen werden wieder wachgerufen. In Krangels Träumen. Und da beobachtet uns da schon wieder jemand. Hab was gesehen. Hey, wait, wait. Don't go out on me. Nein, nicht das Feuer. Okay, zeigt sich das Vieh endlich mal. Na, komm doch her, du Feigling. Aha, vielleicht können wir das Vieh ja danach essen. Haben wir wenigstens was zu essen. Scheiße. Na, warte ab. Yay! Gibt es hier eigentlich, ich wusste das nie, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, um auszuweichen oder macht er das tatsächlich automatisch alleine? Mir kam es nämlich immer so vor, als ob er es alleine macht. Damit bin ich bis jetzt immer sehr gut gefahren. Oh. Ey! Man bekommt ja auch nichts anderes im Spiel beigebracht. Also, sonst würde einem das Spiel ja sagen, hey, so weichst du aus. Was denn jetzt? Hier stimmt doch schon wieder was nicht. Mal ein bisschen leiser hier. Die Mexikaner. Die Mexikaner sind hier. Das ist die Chefin der Mexikaner. Wir können mit der mexikanischen Chefin zusammen kämpfen. Cool. Gut, dann haben wir erstmal... Unter den Items befinden sich spezielle Gegenstände, wie zum Beispiel die Handgranate. Solche Items sind nur im Kampf verfügbar, und zwar im Spezialmenü unter Benutzen. So, dann machen wir das einfach mal. Item können wir gerade nicht. Spezial. Ach, hier, benutzen. Ah, gut, hätte ich mal zugehört. Dann beschmeißen wir das Mistvieh einfach mal mit ein paar Handgranaten. Hier, Fragezeichen, 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 Fragezeichen. Hast du gut gemacht. Ey, und Crank ist auch nochmal hinterher. Und was haben wir hier? Spezial, Clown, benutzen, Item, Angriff. Nee, die lassen wir nicht unser Zeug benutzen. Wir können das Vieh auch beklauen. Nee, machen wir aber nicht. Nochmal eine Handgranate. Und... Ey, Fire Null! Warum denn immer auf mich? Greif die doch mal an. Ah, jetzt habe ich mit der Angriff gemacht. Ich wollte eigentlich mit Krangers Angriff machen, aber die kann ihn ja mal heilen. Die brauchst du ja nicht selbst benutzen. Die kann es ihm ruhig mal geben. Oh. Gut. Diesen Satz werde ich wahrscheinlich bereuen. Es tut mir leid, liebe Kinder. Hört nicht auf das, was der Onkel gerade gesagt hat.
So, Clown. Ach, ich wüsste nicht, wie Clown. Doch, Clown ist gut. Vielleicht kriegen wir unsere Handgranaten wieder. Handgranate geklaut. Tatsächlich. Ey. Wer weiß, ob das Vieh da noch lebt. Ja, tatsächlich. Und hier kannst du doch wieder haben. Ich bin ja ein netter Dieb. Ja, das war der vernichtende Schlag. So, sind wir schon Level aufgestiegen? Nein. Hätte mich auch gewundert. Wir haben ein Ability-Spheroid bekommen. Dazu später noch mehr, meine Damen und Herren. Zoomt doch der Mexikanerin nicht so auf den Po. Das ist... sind natürlich keine Mexikaner. Für, nicht, dass hier mich irgendwer ernst nimmt. Solche Leute gibt, die das ernst nehmen. Putin, Putin! Mehmet? Das tat wahrscheinlich weh. Nein, nein, nicht vergewaltigen! Warum bewegt er den Mund? Kann mir das jemand erklären? Hey, that hurts. Osujek, rein. Whoa. Okay. Penis. Hat er gerade Penis gesagt? Hat er mich beleidigt? I don't understand. Akumala! Fed! He said you can stay if you make yourself useful. Fed? Fed nennen sie mich auch noch. Alright, I'll work. Okay, okay. Wir sind jetzt also hier erstmal als, weiß ich nicht, Sklavenarbeiter, Zwangsarbeiter einquartiert und sehen uns dementsprechend hier wieder im nächsten Part von Final Fantasy X HD. Solange, einen schönen Tag, macht was draus. Ciao, euer Krangest. Und gerne könnt ihr natürlich auch, falls euch diese Videos gefallen und ihr neu seid, abonnieren, um nichts zu verpassen. Wenn nicht, dann nicht. Macht's gut. Ja, da hockt man in einer Ruine und denkt, es geht nicht mehr schlimmer. Kriegt gerade so das Feuer angezündet. Ja, und dann kommen irgendwelche Wahnsinnigen, die einen entführen. Wir werden auf Tauchgang gehen mit den Albed und werden schauen, was sich in den Tiefen der See oder des Meeres befindet in der nächsten Folge von Final Fantasy X HD. Bis dahin, ciao, euer Krangest.